Jetzt freue ich mich darauf, Ihren Gastgeber von Seiten des Hamburger Senats auf die Bühne zu bitten. Er hat Helmut Schmidt als 14-Jähriger zum ersten Mal live erlebt in Oldenburg und war schwer beeindruckt. Ja, als dann der Mann endlich vor ihm stand oder er ihn zumindest beobachten konnte, dem in der ganzen Republik damals, Sie wissen es alle, ein hervorragender Ruf vorauseilte als Schmidt-Schnauze. Ein fantastischer, um nicht zu sagen pointierter rhetorischer Ruf, aber in Sachen Wortwahl und Schärfe hat er sich für einen anderen Zungenschlag entschieden, unser Redner, den ich jetzt auf die Bühne bitte. Bitte einen herzlichen Applaus für den ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, sehr geehrte Frau EU-Außenbeauftragte Mogherini, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Bundesratspräsident Günther, sehr geehrter Herr Bundeskanzler AD Schröder, Exzellenzen, sehr geehrter Ehrenbürger Michael Otto, Frau Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrte Mitglieder des Konsularischen Korps, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und vielen Dank an die Big Band der Bundeswehr für die musikalische Einstimmung auf diesen Festakt zu Ehren von Helmut Schmidt, der, wie wir schon gehört haben, diese Big Band als Verteidigungsminister gegründet hat und der ein großer Freund der Musik war. Er selbst kam aus einem musikalischen Elternhaus, spielte Klavier und wünschte sich, dass alle jungen Menschen die Gelegenheit bekommen, Instrumente zu lernen und Zugang zur Welt der Musik zu finden. Genau das ist ein Teil des Konzepts der Elbphilharmonie, die auch in dieser Hinsicht ein passender Ort ist für eine Feier zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt. Helmut Schmidt ist der wohl bekannteste Ehrenbürger unserer Stadt, ein weltweit geachteter Staatsmann, dessen Lebenswerk Weitsicht, Weltsicht und dessen Grundsätze heute in den Festreden gewürdigt werden. Bei dieser weit über die Grenzen unserer Stadt hinausreichenden Bedeutung können und wollen wir unseren früheren Politiker und Senator, späteren Bundesminister und Bundeskanzler, wir wollen ihn in Hamburg nicht für uns vereinnahmen. Aber wir sind dennoch angetan, dass er sich immer zu seiner Heimatstadt bekannt hat. Geboren wurde er in Barmbek. Später haben die Schmidts in Langenhorn gelebt. Beides Stadtteile, deren Bewohnerinnen und Bewohner als besonders bodenständig und unaufgeregt gelten. Auch als Bundeskanzler hat er in seiner Heimat in Hamburg-Nord, ist er dieser Heimat treu geblieben. Er hat, wie es Bürgermeister Klaus von Donani 1983 bei seiner Ernennung als Ehrenbürger formulierte, Hamburg in die Welt hinausgetragen und die Welt nach Hamburg geholt. Leonid Brezhnev, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Trudeau und viele andere Staatsgäste hat er eingeladen, bewirtet und an der eigenen Hausbar bedient in seinem sogenannten Reihenhaus in Langenhorn, das wir uns eher wie eine Doppelhaushälfte vorstellen können. Weltläufig, aber bodenständig und pragmatisch, das war seine Definition des Hanseatischen, das er vorgelebt und in der Welt bekannt gemacht hat. Schmidts Popularität in Hamburg hat viel damit zu tun, dass er in seiner Zeit als Innensenator eine im Bewusstsein unserer Stadt tief eingeprägte Katastrophe durch nicht ganz regelkonforme, aber durch ein entschlossenes Handeln gemeistert und damit vielen Menschen das Leben gerettet hat. Während der Flutkatastrophe 1962 aktivierte er militärische Befehlshaber aus ganz Europa, um sie zur Unterstützung bei den Rettungsarbeiten zu bewegen. Ich habe die alle einfach angerufen oder mit Funksprüchen oder Fernschreiben in Bewegung gesetzt, erzählte Schmidt später in einem Interview des NDR. Ich habe gesagt, Sie müssen Hubschrauber schicken, Sie müssen Pioniere schicken, die mit Sturmbooten die Menschen von den Dächern herunterholen. Die haben zunächst geglaubt, ich sei verrückt geworden. Aber weil sie mich gut kannten, haben sie auf mein Insistieren hin schließlich sehr schnell funktioniert. Bei aller Nervenstärke und
Handlungskompetenz in Krisenlagen, die er 1977 noch einmal besonders bei der Geiselnahme und Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut unter Beweis stellte, dachte Schmidt in der Politik immer in großen Zusammenhängen und langen Zeiträumen. Früher als andere erkannte er die Bedeutung der Globalisierung in Wirtschaft und Politik. Mit dem ersten Weltwirtschaftsgipfel in Rambouillet legte er 1975 die Grundlage für die späteren G7, G8 und G20-Treffen. In der Zeit des Kalten Krieges verstand er es, über den eisernen Vorhang hinweg zu kooperieren. Er setzte dabei auf globale Institutionen und multinationale Formen der Zusammenarbeit. Bewusst oder unbewusst hat er dabei die hanseatische Vorstellung eines ehrbaren Kaufmanns auf die Politik übertragen. Ehrbare Kaufleute verlangen Verlässlichkeit, Handschlag genügt. Und sie verlangen faire Beziehungen auf Augenhöhe. Sie respektieren die Interessen ihrer Partner und sorgen dafür, dass auch andere zu ihrem Recht kommen. Faire Beziehungen auf Augenhöhe, die wollte Helmut Schmidt auch in der internationalen Politik. In den Beziehungen zu den USA und Kanada, zu China und den afrikanischen Ländern. Sein Politikstil steht für gründliche Analyse, Augenmaß, Gradlinigkeit und Vernunft. Helmut Schmidt hat damit in den Augen der Bürgerinnen und Bürger, er hat sich im Laufe seines Lebens in ein Idealbild eines glaubwürdigen Politikers entwickelt. Wir sind stolz, dass er einer von uns war und seinen Weg als Politiker und Staatsmann in Hamburg begonnen hat. Schon 1948 als Student der Volkswirtschaft an der Universität Hamburg trat er für die europäische Integration ein und Europa blieb seine Herzensangelegenheit bis ins hohe Alter. Ohne eine gemeinsame europäische Stimme sah er nicht nur unsere Ökonomie, sondern auch unsere freiheitlichen und demokratischen Werte in Gefahr. Sehr geehrter Herr Bundespräsident und ehemaliger Außenminister, sehr geehrte EU-Außenbeauftragte Frau Mogherini, vielen Dank, dass Sie heute an diesem Festakt in der Elbphilharmonie teilnehmen, um Helmut Schmidt als Verfechter der europäischen Einigung zu würdigen. Sehr geehrter Herr Steinbrück, sehr geehrtes Kuratorium der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung, vielen Dank, dass Sie mit der Arbeit Ihrer Stiftung an unseren Ehrenbürger erinnern und das politische Vermächtnis von Helmut Schmidt in die Zukunft tragen. Herzlichen Dank.